So, wir sind ja heute noch beim Thema Grillen. Ich zeige euch eine ganz schnelle, sehr leckere Butter mit ein bisschen Kaffee und Rosmarin. Jetzt muss ich die Butter einfach in der Küche irgendwo hinstellen, wo es warm ist, dass es so schön weich wird, damit ich die Zutaten unterheben kann. Dann habe ich hier so einen löslichen Kaffee gekauft, den gebe ich einfach schon mal dazu. Und hack mir jetzt noch ein bisschen Rosmarin klein. Dadurch habe ich einfach ganz schnell ein super Aroma. Wenn ich es auf das Fleisch gebe oder natürlich auch zu Fisch, ist es wirklich perfekt. Da würde ich jetzt sagen, durch dieses Kaffeearoma, das passt einfach schön zum Lamm zum Beispiel. Weil dieses Lamm ja schon so ein kräftiges Aroma hat. Und dann durch diese Kaffeenote wird es nochmal richtig schön abgerundet. Genau, jetzt einfach alles in die Schüssel geben. Einfach alles verrühren. Dann einfach nur ein bisschen Klarsichtfolie. Muss ich nicht die größte nehmen wie wir, aber einfach Klarsichtfolie auf dem Brett schon mal ausrollen. Genau. Die Butter dann in die Mitte geben. Und dann tue ich es einfach einrollen. Und kann mir dann später einfach schöne Scheiben runterschneiden und die dann aufs Lamm geben. Jetzt, wenn ich es eingerollt habe, kann ich dem Ganzen natürlich noch eine Form geben, kann ich schön länglich machen. So, dann einfach zusammenrollen und schon habe ich eine wunderbar leckere Kaffee-Rosmarin-Butter.